Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei LS 2013 und zu einem weiteren Mod-Test. Ja, wir testen hier diesen Mercedes, scheint das zu sein. Diesen LKW sozusagen, den blauen Papa Schlumpf-LKW. Nee, Scherz. Ja. Also ich habe hier hinten den Goldhofer, den werde ich gleich mal verlinken hier oben, den habe ich ja auch schon getestet. Schaut euch das wieder mal an, der ist echt gut. Ja, dann schauen wir mal den Mod an. So von außen, ja, blau ist halt gewöhnungsbedürftig, wie jeder meint. Der Auspuffqualm hier, ja, was soll ich dazu sagen? Passt meiner Meinung nach nicht hier hin, weil der qualmt einfach hier seitlich rauf. Da sieht man keinen Auspuff, na egal. Dann soll es so sein. Wir schauen mal Licht, ja, Licht funktioniert schön, hinten auch. Blinker anscheinend nicht. Ne, bei dem nicht. Blinker funktioniert nur hinten beim Links, oder muss ich erstmal... Ja, rechts unten wird auch nicht angezeigt, der LKW. Wenn wir schauen, da wird nur der Auflieger angezeigt. Deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, wo man sich befindet. Jetzt schätze ich mich, befinde ich mich am Auflieger. Egal. Man kann nicht wechseln, okay. Er wird nicht angezeigt. Schauen wir mal Innenraum, ja, die Texturen, ja, muss ich ehrlich sagen, die Texturen miserabel, meiner Meinung nach. Da kennt man gar nichts. Meiner Meinung nach extrem schlecht hier. Darin nennen das die Texturen. Okay, der Sound ist nicht so schlecht. Das Blau gewöhnungsbedürftig. Ja. Okay, aber es geht jetzt nicht darum. Ich will jetzt mal testen, wenn wir hier hinten einen Anhänger draufstellen, wie er so von Zugkraft her und so ist. Dann stellen wir hier einfach mal einen Schlepper drauf und fahren mal damit. Weil dafür ist ja der LKW eigentlich da, dass er mit diesem Goldhofer hier fahren kann. So, jetzt hoffen wir, dass wir da raufkommen. Ja, natürlich kommen wir hier rauf, ist ja einfach so. Steigen wir ab, steigen wir hier wieder ein. So, die Rampe einklappen. Wie gesagt, den Goldhofer habe ich schon vorherigen Video, glaube ich, vorgestellt. Also einfach mal vorbeischauen, dann wisst ihr, wie er funktioniert. Wie gesagt, ich verlinke das auch so. Wir fahren dann mal, lenken und fahren und schauen mal, wie schnell der überhaupt fährt. Also um die Kurve fährt er natürlich etwas langsamer. Das kann jetzt etwas dauern. So, auf der Geraden beschleunigt er natürlich wieder Vollgas. Aber in den Kurven bremst er natürlich voll ab. Das ist meiner Meinung nach nicht gut, wenn er eine Kurve abbremst. Was sonst läuft er eigentlich ziemlich ruhig so. Auch ziemlich gut. Wobei mir gerade auffällt. Mal kurz testen. Der Sound verändert sich nicht, oder? Na doch, der Sound verändert sich. Gut, mal soweit funktioniert er, wie gesagt, sobald man Kurven fährt, ist vorbei mit dem Mod. Da geht gar nichts mehr. Seht, das 9 km/h in der Kurve, das ist echt schlecht. Da müsste man noch ein wenig überarbeiten. Eben den Rauch müsste man noch überarbeiten. Innen die Textur müsste man überarbeiten. Gebremslicht hat er. Rückfahrlicht hat er aber keins, oder? Nee. Aber Bremslicht, na egal. Blinker eben auch nicht, habe noch keinen gefunden. Schauen wir vorne mal, ob er Blinker hat. Nö. Schätze ich mal nicht. Gut, was sagt die Lok? Die Lok sagt hier ein paar Fehler. Da oben hat er mit dem Shader ein Problem. Da müsste man anpassen. UVs müssten angepasst werden. Und einige Texturen sind noch im BNG-Format und müssten also in das DDS-Format konvertiert werden. Ja, okay. Da müsste man echt noch ein paar Sachen beheben, aber ich würde mal sagen, so im Groben und Ganzen ist das nicht so schlimm. Die Fehler, und die treten ja nur einmal auf, also es würde schon zum Spielen funktionieren, also das ist kein Problem normal. Die Fehler sind nicht so schlimm. So, wir hängen immer ab. So beschleunigt es ziemlich schnell, aber auch hier dasselbe, sobald man in die Kurven fährt, stoppt er voll runter. Rückwärts Grad fährt er auch nicht schlecht. Sobald man einlenkt, ist natürlich auch hier vorbei.
Da finde ich es echt schade, das müsste man noch überarbeiten. Sonst erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 60. Ja, 70 geht es ja aus. Bremsen hat einen ziemlich langen Bremsweg. Das könnte man auch noch ein wenig überarbeiten. Aber so muss ich sagen, der Mod an sich ist gut. Einiges müsste man noch ändern. Wie gesagt, Rauch, innen die Texturen müsste man noch anpassen. Und eben die Bremse ein wenig. Das könnte den Schaden vielleicht Beleuchtung V3, also mit Blinker und so weiter. Und das mit den Einlenkern, dass er da nicht ewig runterbremst. Sonst ist das eigentlich ein guter Mod, wenn man rot färbt, dann passt das schön zu diesem Goldhofer. Ja. Gut, das war's eigentlich mit diesem Video. Weitere Videos findet ihr auf meinem Kanal, habe ich ja schon gesagt. Diesen Goldhofer habe ich auch mal vorgestellt. Der kann auch weitaus mehr als wir hier noch nur Sachen transportieren. Schaut einfach das Video an. Und ja, auch andere Videos habe ich vorgestellt, also andere Mods habe ich vorgestellt. Schaut einfach mal beim Kanal vorbei. Liken und abonnieren nicht vergessen. Das ist nochmal Ehrensache dafür, dass ich mir die Arbeit antue. Und euch mal kurz zeige, wie der Mod funktioniert, beziehungsweise ob er überhaupt funktioniert. Wie gesagt, ein paar kleine Fehler, die jetzt nicht so tragisch sind, aber einfach eigentlich einfach zu beheben sind. Gut, das war's. Also ciao Leute, bis zum nächsten Mal.